Herzlich willkommen bei AAS24, eurem Kanal für den guten Sound im Auto. Heute machen wir ein bisschen Praxis und zwar über verschiedene Quetschverbinder und das passende Werkzeug dazu. Ich zeige euch ein paar Anwendungsbeispiele. Schaut mal her, wie das so im Einzelnen funktioniert. Wir haben verschiedene Quetschverbinder und auch Stromdiebe, um nicht nur eine Verbindung zu machen, sondern auch einen Abgriff zu machen. Das wären dann die Teile hier steckbar. Oder die Teile hier einfach nur fix. Das zeige ich euch mal. Fangen wir mal mit sowas hier an. Da können wir ganz problemlos auf so ein Kabel drauf hüpfen, das bereits irgendwo verlegt ist. Wir brauchen also nichts aufmachen. Das ist jetzt einfach hier so drauf und wollen jetzt einen Abgriff machen. Und dann nehmen wir das zweite Kabel, das da dazu soll. Machen wir also mitten rein. Und das wird einfach mit einer Kombizange beißen sich jetzt die zwei Zangen hier rein ins Kabel. Die sind jetzt miteinander mit dem Metallstift verbunden. Jetzt kann ich zumachen und jetzt haben beide Kabel hier das gleiche Signal drauf. Ihr müsst daheim nur aufpassen, es gibt rote und es gibt blaue solche Quetschverbinder. Die sind für unterschiedliche Kabelquerschnitte. Wenn ihr also ein dickeres Stromkabel habt, braucht ihr die blauen und bei bis 1,5 Quadrat die roten. Also so passt es dann einfach vom Querschnitt. Das ist nämlich die Breite der Zange, die da durchgeht, weil sonst macht die dünne Zange das Kabel von dem, das dickere Kabel viel kaputter, als es sein muss. Deswegen gibt es die unterschiedlichen Größen. Das gleiche ist hier. Bei diesen Quetschverbindern oder Abgriffen, da gibt es auch verschiedene Größen. Wir nehmen jetzt hier in dem Fall mal das braune, weil das braune ist mit einem kleineren Querschnitt, das blaue wäre wieder bis 2,5 Quadrat. Und das können wir jetzt einfach mal so hier reinlegen und von oben drauf, zeig's mal hier, so, wieder mit einer Kombizange zudrücken. So, das rastet auch gleich ein. Und jetzt haben wir die Metallnase hier im Kabel drin. Und jetzt kann ich mir mit diesem Gegenstück, das fährt jetzt dann hier rein und ich kann mir jetzt hier aufdocken. So, da habe ich jetzt meine Verbindung. Und da kann ich natürlich jetzt auch wieder ein Kabel reinmachen. Das kann ich natürlich jetzt hier an der Stelle quetschen. Und zwar mit einer vernünftigen Krimpzange. So, und jetzt habe ich hier einen Abgriff gemacht, der aber steckbar ist. Also den kann ich jetzt immer noch auseinander machen gegenüber dem hier, der so fix dran war. Als nächstes hätten wir Steckverbinder. Mama und Papa, die werden nachher so zusammengesteckt. Und wenn wir jetzt ein Kabel haben, wie zum Beispiel dieses 1,5 Quadrat-Kabel, dass wir zum Beispiel verbinden wollen, ja, die zwei Enden. Dann nehmen wir die Lautsprecherkabel und können die mit unserer Abisolierzange hier entsprechend abisolieren. Und die Zange gibt es natürlich auch bei uns zu kaufen. Das heißt, hier könnt ihr schön drauf gehen und die Isolierung wegnehmen. Und ich drill tatsächlich die Kabel so etwas zusammen, auch wenn das der ein oder andere sagt, na, das ist aber doch nicht so toll, wie man das macht. Die muss man gerade lassen, aber dafür kriegt man sie dann einfach schwerer auch in die Öffnungen rein, in die Runden. Jetzt machen wir mal einfach komplett konträr. Ihr seht schon, ich habe es jetzt ganz easy hier einstecken können. Nehmen wir die andere Seite, verbinden die genauso. So, wir können das ja mal ganz gerade lassen, so. Und jetzt muss auf, hier mal ein markiertes Kabel. Mit dem Papa-Stecker nehmen wir das hier, das markierte Kabel, mit dem Mama-Stecker. Also das geht schon, man kann das da so reinmachen, aber es ist jedes Mal ein Riesengefummel. Also ich mache das kurz hier so zusammen, damit kann ich das jetzt wesentlich besser hier einschieben. Wieder quetschen. Auf der anderen Seite hauen wir den Papa ran. Und das ist jetzt 1,5 Quadrat, die sind wieder rot. Und bis 2,5 Quadrat wäre dann blau. Die haben wir auch genauso unterschiedlich bei uns im Webshop, weil wir viel 1,5 Quadrat und viel 2,5 Quadrat Lautsprecherkabel haben. Und jetzt können wir die so miteinander verbinden und haben die richtig verbunden miteinander und das sogar noch verpolungssicher,
weil wir jetzt das auf das gar nicht zusammenstecken können, weil es einfach nicht passt. Also so kann man das anwenden und das sind unsere roten Quetschverbinder oder unsere blauen Quetschverbinder für 2,5 Quadrat. Auch Gabeln gibt es als Quetschverbindungen. Das sind diese guten Stücke wieder für 1,5 oder 2,5 Quadrat, rot oder blau. Und die können wir wieder entsprechend abisolieren. Und die Gabeln, die verwendet man viel an Frequenzweichen. Also wir können jetzt das hier schön aufquetschen. Und viele Frequenzweichen haben genau solche Schraubterminals für solche Gabeln. Also das ist eigentlich super. Das Kabel könnt ihr jetzt direkt hier reinlegen, zudrehen. Und dann ist es richtig gut und fest da dran. Also hierfür wird das sehr oft verwendet. Ziemlich ähnlich und doch anders sind Lautsprecherkabelschuhe. Also das sind die Teile, die ein Lautsprecher an sich hier dran hat. Und das zeige ich euch natürlich jetzt auch. Da müsst ihr jetzt genau schauen, der Breite ist in der Regel Plus und wir nehmen hier solche Sachen, wo es rote Markierung drauf ist, als Plus, muss aber jeder für sich selber definieren. Jetzt haben wir auch ein 2,5 Quadrat, das dann auch mit dem blauen Quetscher hier verquetscht wird. Ja? Das rote ist ein bisschen straffer und es muss ja auch dementsprechend unterschiedlich Material reinpassen. Und die zwei, die passen nämlich jetzt genau hier auf diese Litzen hier drauf. Wenn ihr ein Stromkabel, Massekabel oder Pluskabel auf eine Batterie oder auf eine Schraube mit anschließen wollt, dafür gibt es dann Ringösen und die Ringöse wird genauso auf das Kabel drauf gequetscht. Wir machen hier alles mit unseren Quetschzangen. Das ist eigentlich optimal. Und jetzt haben wir hier die Ringöse drauf, die wir an eine Schraube oder unter eine Schraube dran machen können. Das war's. Kommen wir zu Ader-Endhülsen. Das ist jetzt schon eine ziemlich fette für 35 Quadrat. Aber ich zeige euch jetzt mal was Schönes mit 1,5 Quadrat, wie sowas ausschauen kann. Hier natürlich wieder abisolieren. Und jetzt können wir hier zum Beispiel so eine schwarze Ader-Endhülse, die ist für sehr kleinen Querschnitt. Können wir den hier ganz schön reinpacken und jetzt mit dieser Spezialzange, die quetscht das nämlich richtig schön zusammen und legt einmal das Metall richtig schön um das Kabel drumherum und damit ist es jetzt auch ein dauerhaftes Ende eines Kabels. Hier haben wir jetzt ein 10 Quadrat Kabel, das kann jetzt auch mit der großen 10 Quadrat Ader Endhülse überstülpt werden und genauso mit der Zange einmal zusammengequetscht werden. Und dann haben wir so ein Kabelende. Alle Quetschverbinder, wo ich euch jetzt gerade gezeigt habe, sind mit speziell der Zange zu quetschen, wo hier diese roten, blauen und gelben Punkte drauf sind, weil die gehen hier zwischen gelb, rot und blau Quetschverbinder zusammen. Es gibt auch andere Zangen, die schauen ähnlich aus, haben aber andere Backen drin. Das heißt, die Backen sind dafür nicht geeignet. Da kommt ein wildes Zeug bei raus, aber keine vernünftige Quetschung. Das sind andere Quetscher, haben wir auch im Angebot drin. Aber ihr müsst nach dieser Crimpzange Ausschau halten. Alle Artikel, die ich euch gerade gezeigt habe, samt dem Werkzeug, sind natürlich bei uns im Webshop erhältlich. Es sind auch verschiedene Sets mit dabei, damit ihr nicht nur einzeln kaufen braucht, sondern tatsächlich 10 Stück mal oder irgendwie so. Alle Artikel sind unten im Videobeschreibungstext verlinkt. Ihr findet die also ganz easy. Und wer sagt, ja, löten, sag mal, das geht doch eigentlich auch, oder? Ist doch die bessere Verbindung. Ja, es wäre natürlich nochmal die bessere Verbindung, weil das, also vorausgesetzt, es ist richtig gelötet. Da gibt es übrigens ein Video dazu. Das verlinken wir euch auch in diesem Video unten im Videobeschreibungstext. Wer lötet, kann natürlich aber auch nicht mehr so stecken, wie wir das hier mit Quetschverbindern machen. Das ist natürlich schon sehr edel und hat auch eine sehr gute Verbindung, aber bei Löten wäre das natürlich dann fix, da geht nichts mehr zum Wegstecken. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Instagram-Kanal vielleicht auch mal besucht, weil da stellen wir euch einige Sachen vor, wie es bei uns in der Firma so zugeht, was wir da alles so genau tun. Also auch sicherlich ganz schön interessant.
Wer das nächste Video nicht verpassen möchte, sollte uns abonnieren und auch die Glocke klicken, damit ihr das nächste Video auch seht von uns und ihr vielleicht noch wieder dazu lernt oder neue Inspirationen für eure KHIFI-Anlage bekommt. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.